Nehmt ihr jetzt auf? Ich glaube schon. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art. Ist jetzt dabei? Moment, also ich bin gerade ein bisschen, ne, ich werde den Anfang jetzt nicht rausschneiden, weil ich jetzt dafür heute keine Zeit habe. Denn es ist ja für mich trotzdem, wieso trotzdem? Es ist ja für mich überaus unüblich, dass ich mal sonntags ein Video hochlade, vor allem wenn ich gerade von meiner Freundin komme. Ist nämlich auch so unrasiert, wir haben heute Sonntag. Ich sehe immer Sonntag so aus, ich lasse mir keinen Bart stehen, keine Angst, ich muss mich gerade mal minimieren, sonst gucke ich mich die ganze Zeit selbst an. So. Okay. Und zwar hat dieses Video einen besonderen Grund. Und zwar habe ich am Freitag Post erhalten. Es war aber nicht irgendeine Post, keine Rechnungen oder Abrechnungen oder sonst irgendwas, sondern es war Fanpost. Ich habe das erste Mal Fanpost erhalten. Und das hat mich gefreut. Also, das war natürlich von Absprache, ich wusste von dieser Post und so, bla bla bla. Aber trotzdem freue ich mich, wenn mir Fans etwas schicken wollen. Und um diesen beiden Leuten, das sind zwei Leute gewesen, ja, etwas Dankbarkeit zu zeigen, weil die haben von mir kein Geld dafür bekommen oder sonst irgendwas, habe ich mich dazu entschlossen, für diese ein Video zu machen. Und zwar, zum einen, fangen wir zunächst einmal mit einem SNES-Spiel an. Und zwar hat mir dieses, ich hoffe mal, ich spreche deinen Namen richtig aus, ich weiß, wie er geschrieben wird. Komatschelikan, ist das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dein Vorname ist Jascha oder Jascha, ich weiß nicht. Ist das ein kurzes A, ein langes A? Aber du weißt, dass du gemeint bist. Und zwar hat er hat mir nicht irgendein Spiel geschickt, was bei ihm rumlag. Nein! Er hat mir ein Spiel gekauft. In der Hoffnung, dass ich es anschließend Let's Playen werde. Und zwar handelt es sich beim Spiel um Tiny Toon Buster Busts Loose. Sehr gute Qualität, muss ich dazu sagen. Ich glaube, jetzt sehe ich hier vielleicht auch deinen Namen auf der Rechnung. Schauen wir doch mal. Gucken wir direkt mal, wie viel du für mich ausgegeben hast. Ah, das ist gar keine Rechnung. Sehr gut. Hat er geschickt gemacht. Ich sehe jetzt nicht, wie teuer das war. Jedenfalls vielen Dank dafür, wirklich. Selbst wenn es nur 1 € gekostet hat oder du hast es auf der Straße gefunden oder so. Ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür. Und ich habe dir auch versprochen, davon Let's Play zu machen. Es wird auch kommen. Allerdings dauert das noch ein bisschen, weil das wird ein Super Nintendo Let's Play werden. Und da, ich habe ja immer meine Reihenfolge, wie ich das mit den Konsolen mache. Also nach Mega Man 2 wird dieses hier kommen. Ja, ich werde auch Mega Man 2 Let's Playen. Aber das steht auch noch in weiter Ferne. Vor allem, wenn das so mit den Aufnahmen momentan so weitergeht wie momentan. Momentan so weitergeht wie momentan. Ja. Gut, wie gesagt, vielen Dank, Jascha. Ich, tut mir leid, ich kenne diesen Namen nicht, deswegen weiß ich nicht, wie man den ausspricht. Hab mich sehr gefreut, dass du mir das wirklich gekauft hast. Und ich bin dir wirklich für jeden Cent, den du dafür ausgegeben hast, dankbar. Und wie gesagt, ich werde davon Let's Play machen. So, die zweite Person, die mir ein Paket geschickt hat, ist Freaky Vortex Gamer. Ich habe es Freitag schon mal angefangen auszupacken. Es war komplett in diesem Paketband eingehüllt. Vielen Dank dafür. Du hast es. Ich meine, ich hatte Freitag sowieso schon nicht viel Zeit, um es nochmal kurz darzustellen. Ich war gegen 2:30 zu Hause und musste um 2 Uhr wieder weg. Und ich hatte ungefähr so einen Berg Post bei mir zu Hause rumliegen. Also von eBay und so. Ich kaufe momentan Super Nintendo-Spiele wie bekloppt und so ein Kram. Ja, und dabei war auch dieses Paket und ich habe es wirklich ein bisschen zerfetzt beim Aufmachen, weil es komplett in Paketband eingehüllt war. Und in diesem Paketband-Paket ist noch ein Paket, was komplett mit diesem Pflaster-Dingens, Band, Papier, Kram eingewickelt ist. Und was sich darin befindet, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar zum einen eine versprochene Dose Stuttgarter Hofbräu, ja? Pilsener. Ich würde sie jetzt trinken, aber es ist jetzt schon ein bisschen spät. Ich muss morgen arbeiten. Ich muss ja noch fahren, ja. Und des Weiteren natürlich noch ein anderes Spiel. So. Viel Spaß beim Öffnen, den werde ich haben. Ob du jetzt gedacht hättest, dass ich das jetzt vor der Kamera mache? Ich glaube, sein Name ist übrigens Ruben, wenn ich das. Ich kann ja mal kurz das Paket gucken. Ja, Ruben. Ich nenne jetzt natürlich nicht hier Nachnamen und sowas, ne? Datenschutz und so. Wisst ihr Bescheid? So, es ist wie Geburtstag, wie Weihnachten. Oh mein Gott. Das ist ja wie eine Mumie auspacken, ey. Kann sich nur um Jahre handeln. Ich wollte es eigentlich jetzt wirklich möglichst kurz halten, weil ich das heute noch hochladen wollte und mit der Bearbeitung und so. Ich werde es ja gar nicht nachbearbeiten. Ich werde es nur einmal durch den Konverter jagen, damit es ein bisschen kleiner ist. Und damit das Hochladen auch nicht allzu lang dauert. So. Lass mich los. So. Oh, es ist hier nochmal Band. Also einpacken kann er. Ich wette, der arbeitet irgendwo im Lager später, wenn er einen Job hat. So, und zwar hat er mir geschickt folgendes Spiel. Ich hoffe mal nicht, dass ich da jetzt irgendwas zerbreche. Weil gerade bei den Höhlen ist es ein bisschen. Ja, die brechen leicht, sagen wir mal so. Denn es ist ein PlayStation 1 Spiel. Crash Team Racing. Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür. Das war wirklich noch das, was in meiner Crash Bandicoot-Reihe gefehlt hat. Als Originalspiel. Sogar in der Platinum-Version. Ich habe alle in der Platinum-Version, deswegen habe ich mir auch so insgeheim gewünscht, dass das die Platinum-Version ist. Und dieser Wunsch wurde mir erfüllt. Wunderbar. Also, wie gesagt, nochmal hier, Komatschelikan, vielen Dank für Tiny Toons Bust
Buster, Bust Loose, bla. Ich kenn's nicht, tut mir leid. Es wird blind werden. Und Freaky Vortex Gamer, an dich ein herzliches Dankeschön für Crash Team Racing. Er hat's jetzt aber nicht direkt für mich, extra für mich gekauft. Er hat mir gesagt, dass bei ihm in der Familie wohl alle die Crash Bandicoot Teile gesucht hätten und die jedes Mal irgendwie, weiß ich, zweimal vorrätig hatten oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wie gesagt, an euch beide ein recht herzliches Dankeschön. Ja, nun zu einer anderen Sache, die aber auch was mit Fanpost zu tun hat. Und zwar, wenn ihr irgendwas rumliegen habt, ne, irgendwas an Spielen, an alten Konsolen, die ihr sowieso nie wieder verwendet, wenn ihr zum Beispiel viel mit Emulatoren spielt, ihr habt zu Hause noch, was ich, ein NES oder ein SNES rumhängen habt, mit Spielen und so ein Gedöns. Ich nehme die gerne an, bevor die bei euch verstauben und verrotten. Ich benutze sie auch und ich werde eventuell davon sogar ein Let's Play machen. Von diesen beiden Spielen, die ich jetzt gerade ausgepackt habe und euch gezeigt habe, werde ich definitiv eins machen. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwas habt, also ihr müsst jetzt nichts für mich kaufen. Wirklich nicht. Also das, ich hatte da schon ein schlechtes Gewissen. Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun, da sage ich nicht nein. Aber das soll wirklich gut überlegt sein. Ihr sollt auf nichts verzichten müssen, nur weil ich jetzt hier ein doofes Spiel habe. Ja. Da wollte ich sagen, genau. Wenn ihr irgendwas rumfliegen habt, ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich habe leider noch kein Postfach oder so ein Kram. Ich überlege mir gerade, ob ich vielleicht doch meine Adresse mal in die Kommentare schreiben soll. In die Kommentare, sag ich schon. In die Beschreibung schreiben soll. Es ist super improvisiert, das Video, das merkt man vielleicht. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas rumliegen habt, was ihr sowieso nicht mehr braucht, irgendwelche PlayStation 1 Spiele auch, PlayStation 2 Spiele, alles eigentlich, bis auf PC-Spiele. Und PCs, weil PC-Spiele, da ist meistens die Kompatibilität hin, weil irgendwelche alten Spiele, die laufen unter XP nicht mehr. Schreibt mich an, wenn ihr es loswerden wollt, wenn es sowieso nur Platz wegnimmt. Und ich nehme es höchstwahrscheinlich liebend gern an. Das können auch defekte Sachen sein, gerne. Also gerade bei Konsolen defekt. Weil meine Freundin macht da so Case Modding und so ein Kram, das ist ihre Spielerei und ja, da habe ich gesagt, komm, da nehme ich mit rein. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, schreibt mich an. Ich bedanke mich schon mal im Voraus dafür, falls es denn so Leute gibt, die irgendwas rumfliegen haben. Und ja gut, ob ich davon Let's Plays machen werde, das kann ich nicht versprechen. Bei den beiden weiß ich es definitiv. Weil dieses Spiel wurde extra nur deswegen gekauft, damit ich dafür ein Let's Play mache. Aber wenn jetzt wirklich, wenn mich jetzt wirklich schon allein 10 Leute anschreiben würden, von wegen so, oh, ich habe hier noch was rumliegen, aber ich schick's nur, wenn du ein Let's Play machst. Das geht nicht, weil da hätte ich schon 10 Let's Plays in der Warteschleife. Plus das, was ich alles hier noch im Kopf drin habe. Und die Liste ist eigentlich schon meterlang, wirklich. Also, ja, gut. Nochmal zum Abschluss, vielen Dank an euch beide nochmal für diese tollen Spiele. Also eins ist toll, das weiß ich. Crash Team Racing ist super geil. Und Tiny Toon, weiß ich nicht, wie es ist, aber vom Hören sagen, scheint es ziemlich lustig zu sein. Gut, das war es soweit zur Fanpost. Ja, komm, ich schreibe die Adresse unten rein. Ich gebe jetzt meine Identität wahr. Denn im Grunde genommen, wenn ihr jedes meiner Videos geguckt habt, waren in fast jedem Projekt irgendwie so Schnipsel. Wenn man die richtig zusammengefügt hätte, hätte man meinen Namen und meine Adresse schon rauskriegen können. Ansonsten, ja, wisst ihr es jetzt einfach. Hier in die Beschreibung gucken und dann wisst ihr Bescheid. Ich bin jetzt wirklich vielleicht seit 5 Minuten zu Hause. Also die Bahn hatte Verspätung, es regnet draußen, deswegen sehe ich jetzt noch so aus, wie ich aussehe. Aber ich wollte es unbedingt heute noch machen, dieses Video. Gut, morgen geht's dann mit meinen Let's Plays weiter, aber zu den Let's Plays muss ich noch was sagen. Und zwar habe ich momentan ein bisschen Probleme gehabt. Ich glaube, die sind jetzt weitestgehend gelöst, denn mein Grabber ist einfach mal kaputt gegangen. Ich habe meinen Rechner formatiert daraufhin, hat nichts gebracht, denn mein Grabber wurde von keinem Windows-System mehr erkannt. Und ich schätze mal, da war irgendwie ein Hardware-Crash oder irgendwie so ein Kram, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir daraufhin einen neuen Grabber gekauft, der bei mir aber auch nicht richtig funktioniert hat, aber bei meiner Freundin funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt einen Grabber von meiner Freundin. Warum ich euch das erzähle, ist, dass die Qualität wahrscheinlich ein bisschen anders sein wird. Das ist so ein Grabber wie in meinen allerersten Videos bis Crash Bandicoot 3, kann man sagen. Das heißt, es wird einen qualitativen Unterschied geben, aber ich glaube nicht, dass er allzu sehr ja, in Kraft tritt. Gut, so viel dazu. Ich wünsche euch noch jetzt einen restlichen schönen Sonntagabend. Ich mache schon mal, weil ich schneide ja heute nichts raus. Hier, Quick Capture. Da bin ich, hallo. Boah, ich muss vielleicht echt noch rasieren. Mache ich gleich noch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende gehabt. Ich hatte ein schönes Wochenende bei meiner Freundin. Und sag einfach mal bis morgen zu meinen Let's Plays. Ich schätze mal, die alte Qualität, ich kann gerade nochmal nachschauen. Ja, könnte ich, wenn ich wüsste, wo. Scheiße. Ja, jetzt hört ihr ein paar Geräusche, ich weiß. Jedenfalls die aktuelle Qualität wird beibehalten sein bis... Wo ist dieser scheiß Ordner? Da! Ich hab'n.
Bis Part 28 von Spyro. Boah, hab ich da schon viel aufgenommen, wow. Ja. Ab dann wird es eine andere Qualität geben. So, jetzt aber wirklich. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. An Komachelikan und Freaky Vortex Gamer oder Jascha und Ruben, herzlichen Dank an für die Spiele. Wenn ihr Spiele habt, die ihr nicht mehr braucht, schickt sie mir oder schreibt mich an oder was auch immer. Und jedenfalls, wenn ihr mir ein Spiel schickt, das muss ich noch kurz einfügen, dann sagt mir Bescheid, damit ich das auch weiß, weil dann ich würde wirklich für jedes Spiel, was ich bekomme, ein Video machen. Also als Dank quasi. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder? Ist auch egal. Und zum dritten, Grabber, alte Qualität bis Spyro 2 Part 28, ab da neue Qualität, wahrscheinlich schlechter. Gut, und, genau, Montag in einer Woche, das heißt am 17. Oktober, kriege ich meine Weisheitszähne raus. Das heißt, da werde ich auch ein paar Tage flach liegen und nicht aufnehmen können, gehe ich mal ganz stark von aus, weil das Headset passt da nicht mehr. Gut, so, das war's jetzt wirklich. So, schönes Wochenende, bis morgen. Tschüss. Aufnahmen anhalten, da.